So, einen wunderschönen guten Vormittag. Ich möchte in dem Video bzw. in dem Livestream jetzt mit euch über das Thema Livestreaming-Technik, Livestreaming-Herangehensweise sprechen, weil mich einige Leute jetzt schon gefragt haben, Mensch, was braucht man dafür, was ist sozusagen das Minimum? Und ich werde mich da jetzt auch überwiegend natürlich auf LinkedIn als Ausspielplattform konzentrieren. Das wird es hinterher als Aufzeichnung sowohl hier bei LinkedIn als auch bei YouTube geben. Bei YouTube werde ich dann noch ein paar Kapitelmarken hinzufügen, dass ihr das dann leichter durchsuchen könnt. Ich habe auch schon ein paar Leute markiert, die mich gefragt hatten. Weiß es nicht, ob Felix, Waldemar und Udo jetzt gerade wach und live dabei sind. Also wach mit Sicherheit, aber ob sie jetzt gerade vielleicht eher was zu arbeiten haben, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es in ein paar Punkte gegliedert, die ich heute in einer recht strikten Reihenfolge angehen möchte. Und zwar möchte ich zuerst darüber sprechen, was ist sozusagen eigentlich die Grundvoraussetzung. Was darf man auf gar keinen Fall missachten oder nicht beachten? Das zweite ist, wie geht es dann überhaupt? Also wer streamt von wo, wohin? Also über welche Plattform? Was brauche ich dafür? Brauche ich da nur einen Browser? Brauche ich dafür irgendeine Software? Darüber werde ich auch sprechen. Dann möchte ich über das Thema Audio sprechen. Also klar, ich habe hier so ziemlich das Beste, was man eigentlich für den Hausgebrauch sozusagen und auch für den semi-professionellen Bereich bekommen kann. Wie viel Wert sollte man darauf legen? Wie viel kostet sowas? Wo steige ich da ein? Dann geht es um Kamera und Bild. Also, weil Bild ist nicht nur Kamera, sondern Bild können auch andere Formen der Visualisierung sein. Da komme ich dann auch noch dazu. Licht, ist es besser natürlich? Soll ich das eher von, also natürlich in Form von Fenster oder so wie hier, ist es besser, irgendwelche Lichtquellen zu haben? Was sind die Vor- und Nachteile? Inhaltliches, worüber spreche ich, wie gliedere ich das? Da gibt es nämlich beim Livestream auch einiges zu beachten. Es gibt auch eine Sache, die werde ich heute hier definitiv missachten, die eigentlich für einen Livestream nicht so gut ist. Liegt aber daran, dass ich das Video eben hinterher bei YouTube genauso verwenden möchte. So oder so könnt ihr sehr gerne natürlich Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, worüber ich unbedingt sprechen sollte. Und ansonsten, wenn ihr nur dabei seid und zuguckt, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr euch meldet. Und am Ende werde ich dann nämlich auch noch über das Thema Gäste sprechen. Also wie macht man das am besten? Wen lade ich ein? Beziehungsweise wie binde ich die Leute zu mir ein? Was ist da auch wichtig? Was sage ich denen vorher? Und so weiter. Und los geht's jetzt mit dem Allerwichtigsten sozusagen. Das Allerwichtigste zuerst, nämlich was ist das Wichtigste bei einem Livestream? Könnt ihr mal kurz überlegen. Genau. Eine stabile Internetverbindung. Das ist wirklich das A und O. Und in den letzten Tagen ist es bei mir häufig mal passiert, dass ich Probleme hatte. Ich hatte aber weniger Probleme mit dem Internet per se, sondern da gab es ein Problem bei dem LinkedIn-Server. Das konnte ich immer noch nicht ganz genau nachvollziehen, woran das tatsächlich lag. Deswegen hoffe ich auch, dass es heute ohne Probleme funktioniert. Ich habe dann auch mit einem anderen Streaming-Dienstleister mal ausprobiert. Da komme ich aber gleich noch dazu. Aber das ist wirklich das A und O. Ihr könnt theoretisch von überall live streamen, wenn ihr eine stabile Internetverbindung habt. Und ich möchte gerne nächstes Jahr, wenn es ein bisschen wärmer ist, auch mal was ausprobieren. Nämlich, ich habe jetzt mittlerweile auch 5G auf dem Handy und da sind die Upload-Geschwindigkeiten natürlich deutlich besser als in vielen deutschen Haushalten. Und da möchte ich gerne auch mal mir so ein mobiles Setup zusammenstecken und von irgendwo unterwegs streamen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das dann funktioniert und wie sich das tatsächlich anfühlt. Was definitiv zu beachten ist, was die Upload-Geschwindigkeit angeht, wir haben hier in dem Studio in München einen 10 Mbit Upload. Das reicht dafür vollkommen aus. Also ich habe für mein Bild, wenn ich das so wie jetzt gerade transportiere, ich schaue mal, 5,5 Mbit quasi belegt und da kommen noch Audio, ein bisschen weniger dazu und damit komme ich eigentlich ganz gut zur Rande. Aber das ist wie gesagt Punkt 1, das Allerwichtigste. Schaut, dass ihr eine stabile Internetverbindung habt und hier, nur um auf Nummer sicher zu gehen, stecke ich mein
Rechner auch immer in den Router ein. Also ich verlasse mich da auch nicht aufs WLAN, da bin ich auch ein bisschen paranoid. Ich bin studierter Elektrotechniker, ich weiß, was da alles passieren kann. Deswegen verlasse ich mich tatsächlich aufs Kabel und hoffe, dass dann, jetzt sehe ich gerade draußen Leute, die irgendwas machen, hoffe, dass dann kein Bagger irgendwo eine Leitung anbaggert. Ah, Bernhard hat sich gerade gemeldet, danke dir. Das Bild ist eingefroren, hat er gesagt, zum Glück ist es jetzt nicht mehr eingefroren. Ich schaue mal gerade noch auf den Stream. Das wird mir nämlich auch immer angezeigt, quasi wie ist gerade die Qualität. Und da komme ich jetzt gleich dazu. Denn jetzt haben wir das Erste. Schau, dass ihr eine stabile Internetverbindung habt. Punkt 2 ist, worüber streame ich denn tatsächlich? Und das möchte ich euch mal kurz visualisieren. Und zwar, ihr habt ja einen PC. Ne, PC oder Mac oder was auch immer ihr verwendet. Und da habt ihr dann eure Kamera, Ton, Licht und so weiter rein. Und ihr habt auf der anderen Seite quasi zum Beispiel LinkedIn. Vielleicht habt ihr da auch natürlich Twitch, YouTube, worüber auch immer ihr quasi den Stream ausliefern wollt. So, und jetzt ist die Frage, was mache ich sozusagen hier dazwischen? Es gibt dafür mehrere Möglichkeiten. Die Art und Weise, wie ich es quasi gerade aktuell jetzt in diesem Stream mache, ist, ich habe auf dem PC eine Software, die heißt OBS. OBS ist das sogenannte Open Broadcasting Studio. Das ist eine Open Source Software, die ist deswegen auch kostenlos und die läuft mehr oder minder wirklich sehr stabil und damit bin ich zufrieden und damit kann ich eigentlich auch all das steuern, was ich steuern möchte. Von OBS ist es so, da geht es direkt zu einer dieser Ausspielstationen. Und zwar eigentlich auch immer nur zu genau einer. Man könnte auch von OBS quasi direkt parallel an mehrere Ausspielstationen hin streamen, aber dann bräuchte ich hier sozusagen bei mir selbst eine dickere Leitung. Und ich habe euch schon gesagt, ich habe hier eine 10 Mbit Upload-Leitung. Wenn ich jetzt quasi parallel an mehrere, ich weiß gar nicht, Quellen sind es ja nicht, Datensenken streamen möchte, dann bräuchte ich hier auch eine dickere Leitung bei mir. Dafür gibt es eben die Lösung, und da kommen dann eben andere Plattformen ins Spiel. Zum Beispiel Restream, StreamYard und weitere. Da ist es so, da habe ich quasi bei mir am Rechner nur den Browser offen und mache es dann sozusagen über den Browser wie bei einem Videocall und hier geht es dann parallel zu den ganzen Streaming-Stationen. Das ist quasi der Vorteil, den ihr da doch hättet, wenn ihr da einen Dienstleister dazwischen schaltet. Die haben unterschiedliche Pricing-Angebote, also das geht natürlich meistens auch kostenlos los, aber kostenlos heißt auch immer, dass ich nicht den vollen Umfang nutzen kann. Und dann, das habt ihr bestimmt schon bei dem einen oder anderen Stream gesehen, dann ist da auch so ein Wasserzeichen mit drin. Also da steht dann oben rechts, unten links irgendwo steht dann zum Beispiel StreamYard, da steht dann zum Beispiel Restream. Und ich, und das jetzt so quasi zurück auf meinen eigenen Stream, ich habe jetzt schon 2-3 Mal mit Restream experimentiert und muss sagen, die Qualität, also sowohl die Bildqualität als auch die Tonqualität, da war ich bisher bei Restream nicht so sehr zufrieden. Obwohl ich alles auf HD eingestellt habe. Ihr könnt euch gerne mal den Stream von mir von gestern angucken mit dem Dominik. Da war auch wirklich die Qualität, wie ich finde, ein kleines bisschen reduziert. Es gab immer mal wieder so Holperer. Deswegen, ja, bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig und deswegen, also jetzt gerade das, was ihr jetzt gerade seht, ist auch tatsächlich über OBS und direkt quasi zu LinkedIn.
Nicht Twitch, sondern LinkedIn. So sieht es aus. Im Übrigen, das vielleicht so als Randbemerkung, das habe ich mir nicht als einzelnen Punkt aufgeschrieben, aber im Übrigen, wenn ihr Musik mitverwendet, dann braucht ihr auch keine Angst vor irgendwelchen Sprechpausen haben, weil man so ganz gut diese Stille eigentlich füllen kann. Das so als Randbemerkung. Okay, so viel zu stabile Internetverbindung. Was für Dienste kann man dazwischen schalten? Und der Udo sagt schon, also für diejenigen, die das hinterher bei YouTube angucken, Udo Schlögel ist auch ein Bekannter von mir, der sich mit Livestreaming beschäftigt, auch einen sehr tollen Livestream hat bei LinkedIn, sagt Qualität, das ist dann der Browser. Das muss ich tatsächlich mal nachgucken. Ich verwende Google Chrome und habe ja auch bei anderen Streams Chrome verwendet und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das da einen Unterschied macht, aber das werde ich mal eruieren. Also Udo, danke dir für den Kommentar, da werde ich mal gucken. Oder Udo, kannst gerne auch beantworten, ob das was sozusagen, ob es da Erfahrungswerte gibt, ob das mit Google Chrome quasi Einschränkungen hat. Dann schauen wir uns mal den nächsten und wie ich finde, technisch in der Produktion wichtigsten Punkt an. Jetzt haben wir nämlich schon Internetverbindung, Browser, beziehungsweise welche Plattform nutze ich. Plus, jetzt kommt, was mache ich hier technisch? Und technisch ist aus meiner Sicht das Audio qualitativ entscheidend und das Wichtigste. Warum? Und da könnt ihr jetzt nur mal nach euch selbst gehen, weil sehr viele Menschen Streams nebenher konsumieren. Weil gerade Livestreams, die brauchen manchmal ein bisschen länger, die dauern manchmal ein bisschen länger. Das höre ich mir an, während ich quasi in der Küche gerade irgendwie was schnibbel. Das kann ich mir unterwegs anhören. Der Matthias Meyer hat schon mal zu mir gesagt, er wird sich eigentlich gerne mein Lernradio unterwegs anhören. Aber nachdem das nicht irgendwo anders verfügbar ist aktuell, muss er sich sozusagen mit der geöffneten LinkedIn-App anhören. Deswegen ist auch mein Hinweis oder meine Empfehlung, bevor ich jetzt viel Geld in teures Kamera-Equipment, Licht und so weiter investiere, kümmert euch um ein gutes Mikrofon und eine gute Audioaufbereitung. Das muss nicht das sein. Ich zeige euch mal was. Fällt mir gerade ein, das habe ich hier auch noch rumliegen. Zeige ich euch schnell einen Moment. Sorry, jetzt hat es kurz gescheppert. Thema Mikrofon, zum Thema Sound. Also das, was ich hier aktuell benutze, diese Konsole, da komme ich gleich noch dazu, ist nicht unbedingt notwendig. Die hat aber einige Spielereien, die wirklich sinnvoll sind, für mich insbesondere. Dieses Mikro, so eins, kostet, ich glaube, 150 Euro ungefähr. Und das ist für quasi Home-Produktion schon, wie ich finde, fast vollkommen ausreichend. Also das wäre für viele Leute sogar schon Overkill. Damit habe ich auch schon einige Streams gemacht, damit habe ich auch schon einen kompletten Podcast produziert. Wenn ihr einen Raum habt, der ansonsten ruhig ist, der vielleicht einen Teppichboden und ansonsten nicht zu viele Schallreflexionen habt, dann könnt ihr das einwandfrei verwenden. So eins zum Beispiel. Das ist das Rode NT-USB. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe keine Affiliate-Links, also ich bekomme auch nichts dafür, wenn ihr euch das kaufen solltet. Finde das aber wirklich sehr, sehr gut. Das, was ich hier verwende, ist eine Kombination aus mehreren Sachen. Also ihr seht es jetzt in diesem Kamerabild. Das, was ich hier links von mir habe, dieses Teil nennt sich Rodecaster Pro. Das ist ein Audio-Switchboard. Das ist ein Audio-Mischer.
Hier habe ich 4 Eingänge für Mikrofone, die XLR-Mikrofone sind, also kein USB, sondern eben XLR. Das ist dieser Anschluss, der bei Mikrofontechnik verwendet wird. Überwiegend. So sieht ein XLR-Anschluss aus. Schade, stellt jetzt nicht scharf, weil mein Gesicht immer noch drauf ist. Aber ihr kennt es vielleicht, das mit diesen 3 Punkten. Das heißt, wenn ihr diesen Rodecaster zum Beispiel nutzen wolltet, dann bräuchtet ihr auch XLR-Mikros. Also dieses NT-USB beispielsweise, was ja ein eher Einsteiger-Mittelklasse-Mikro ist, das könnte ich da sowieso gar nicht anschließen. Eins, das es aber direkt von Rode gibt, das heißt, glaube ich, Rode Podcaster oder Procaster. Die haben irgendwie heißt bei Rode alles gleich. Das ich hier verwende, das ist wirklich schon das, fast schon die Creme de la Creme der Audioproduktion. Das ist in vielen Radiostudios zu Hause, also wirklich echtes Radio, das über UKW rausgesendet wird oder eben DAB. Und deswegen, das kostet auch so ungefähr, ich glaube, 400 € ungefähr. Das heißt, da muss man sich schon überlegen, brauche ich das, muss das sein? Wann macht diese Konsole, wann macht so ein Rodecaster Sinn, wenn ich verschiedene Tonspuren parallel zum Beispiel habe, wie ich mit Musik, mit wenn ich hier noch einen Gast habe, den ich auch übers Mikro beispielsweise anschließen möchte und so weiter. Also dann macht es Sinn, oder wenn ich noch irgendwelche anderen Audioeffekte nutzen möchte. Ich mache nie einen Applaus. Das muss ich mal noch durch irgendwas ersetzen. Aber ich habe hier zum Beispiel auch andere so Soundbeds, wie man das nennt, die halt dann im Hintergrund zum Beispiel laufen können. Da finde ich, macht sowas Sinn, und ich bin ein absoluter Technik-Nerd und habe wirklich große Freude daran. Deswegen habe ich sowas. So viel zum Thema Audio. Wichtig, wie gesagt, und das hat der Matthias zu mir gesagt, der im Übrigen auch zuhört. Sage ich gleich noch was dazu, was du geschrieben hast, Matthias. Weil Streams überwiegend irgendwie nebenher konsumiert werden, da ist das Bild nicht so super wichtig. Das Audio, die Audioqualität ist einfach unterm Strich entscheidend. Also kümmert euch darum, dass das möglichst unterbrechungsfrei und qualitativ hochwertig produziert werden kann. Und wenn man so audiophil ist wie ich, also das wirklich toll findet, dann hat man da auch noch Spaß dran. Also deswegen verwende ich auch eher bessere Technik. Deswegen habe ich im Übrigen auch Kopfhörer auf, weil ich das unbedingt hören möchte, wie das Ergebnis ist. Also ich höre mich zum Beispiel auch selber in den Kopfhörern. Jetzt schaue ich gerade, weil der Udo hat nämlich auch noch was geschrieben. Der Udo spricht einen wichtigen Punkt an, nämlich auch bei, ich zeige euch das mal schnell, ich hatte ja vorher die Streaming-Plattformen erwähnt, das ist nochmal eine kurze Exkursion. Ich kann bei diesen Streaming-Plattformen entweder über den Browser arbeiten, oder ich kann hier auch zum Beispiel OBS verwenden oder irgendeine andere RTMP-Source, nennt sich das. Weil eben der Browser qualitätsmäßig eine Einschränkung darstellt. Und Udo, für dich im Übrigen, ich habe gerade wirklich die Professional-Version von Restream und habe dennoch das Gefühl oder dennoch so ein bisschen Qualitätseinbußen gemerkt, aber ich habe auch nicht mit dem OBS gearbeitet, sondern wirklich mit der Browser-Version. Aber ich habe gerade wirklich das, was im Monat, weiß nicht, das kostet, glaube ich, $60, $80, relativ viel. Das hat mir aber dankenswerterweise Restream zur Verfügung gestellt, zum Spielen, zum Ausprobieren. So viel nochmal, kurzer Exkurs zu den Streaming-Geschichten, also zu der Technik, die da dahinter steckt. Danke für den Tipp, Matthias.
Hand hinter das Objekt halten. Jetzt gucke ich mal noch, ob ich euch den Anschluss zeigen kann. Meine Arme sind zu kurz. Aha, jetzt habt ihr es gesehen. Das ist ein XLR-Anschluss. Also das sind die Anschlüsse, die quasi auf der Rückseite von dem Rodecaster sind. Nach Audio ist natürlich gleich Video dran. Und ihr habt da natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die Webcam, die in den meisten Laptops drin ist, ist aus meiner Sicht für einen Stream, um damit zu starten, ausreichend. Aber, und das ist das große Aber, ich würde an der Position des Laptops etwas optimieren. Denn wir alle haben in letzter Zeit wahrscheinlich sehr viele Videocalls gehabt, bei denen wir irgendwelchen Leuten von unten in die Nase reingucken mussten. Weil der Laptop, so wie hier auch, auf dem Tisch steht und die Kamera dann von unten quasi direkt in die Nase reinfilmt. Und das ist etwas, das akzeptiere ich vielleicht, wenn ich einen kurzen Abstimmungscall mit irgendwem habe. Aber wenn ich einen Livestream anschaue, dann will ich niemanden von unten in die Nase reingucken müssen. Also, wenn ihr kein extra Geld für Kamera erstmal ausgeben möchtet, was vollkommen fein ist, dann positioniert bitte mindestens euren Laptop so, dass er auch einigermaßen gerade oder ganz leicht von oben auf euch runterguckt. Und dann habt ihr das Thema Kamera nämlich schon komplett abgehakt. Dann braucht ihr im Prinzip keine teure Kamera oder zwei Kameras oder drei Kameras, dann könntet ihr das damit schon abhaken. Also wenn Laptop, dann bitte nicht den Laptop auf dem Tisch stehen lassen, sondern, was ihr hoffentlich auch bei euren Videocalls macht, positioniert ihn doch ein bisschen von oben. Die zweite Ausbaustufe, und jetzt fällt mir wieder ein, ich habe da nochmal was rumliegen, was ich auch zeigen kann. Die zweite Ausbaustufe wäre natürlich eine klassische Webcam. Also sowas hier. Ne, das ist eine Logitech Streamcam heißt die, glaube ich. Die ist bei hellen Lichtverhältnissen, würde ich sagen, ausreichend. Die hat aber im Vergleich zu vielen Laptop-Webcams gar nicht mal unbedingt so einen Riesenvorteil. Also müsste man sich dann auch überlegen, weil so ein Teil kostet, glaube ich, auch 180 Euro ungefähr. Und da könnte ich dann vielleicht noch ein, zwei Euro mehr in die Hand nehmen, wenn ich es sozusagen ernst meine. Und dann eh gleich was Besseres kaufen. Möglicherweise, ne? Das, was ich jetzt hier verwende, und da gucke ich quasi direkt rein, eine Sony Alpha 6400. Ich schreibe euch das mal auf. Das ist eine spiegellose Systemkamera. Spiegellose Systemkamera heißt, die hat verschiedene Wechselobjektive und hat aber keinen Spiegel, wie eine Spiegelreflexkamera, hat dadurch einige mechanische Vorteile. Und das ist eine der wahrscheinlich am häufigsten benutzten Kameras für so Streaming-Situationen, für Aufnahmen, die irgendwie zu Hause stattfinden. Ich bin damit sehr zufrieden. Man braucht natürlich dann dazu noch ein Objektiv, das man verwenden kann. Und man ist da insgesamt schon eher bei einem Kostenpunkt von ungefähr 1000 Euro, bisschen mehr, je nach Objektiv. Das muss man sich dann natürlich schon überlegen. Insbesondere, weil ich kann eine solche Kamera nicht direkt an den Laptop anschließen. Also die hat nicht die Möglichkeit, dass ich sie zum Streamen direkt an den Laptop anschließe. Da brauche ich dann zum Beispiel noch eine sogenannte Capture Card. Ist das dann eigentlich Capture Card? Zum Beispiel gibt es da was. Wo habe ich es denn? Das verwende ich nämlich gerade auch gar nicht.
Weiß ich gar. Ach doch, hier, guck mal. Das wäre sowas. Das Teil heißt Camlink. Das hat auf der einen Seite einen HDMI-Eingang und auf der anderen Seite einen USB-Ausgang. Hier kann ich eine Kamera mit einem sogenannten Clean HDMI-Ausgang direkt an meinen Laptop dann anschließen über so eine Capture Card. Und dann kann ich so eine hochwertige Kamera, die einen HDMI-Ausgang hat, direkt eben zum Streamen nutzen. Und ich bin mir sicher, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr über Streamen nachdenkt, dass ihr eine hochwertige Kamera irgendwo rumliegen habt, wahrscheinlich recht hoch ist, weil ihr vielleicht selber schon mal fotografiert habt. Also vielleicht habt ihr auch eine Kamera, die einen sogenannten Clean HDMI-Ausgang hat. Die hat dann an der Seite einen kleinen HDMI-Anschluss und dann kann ich das über ein Kabel direkt anschließen. Ich verwende jetzt hier aber eben nicht den Elgato Camlink, sondern verwende etwas, das nennt sich Atem Mini Pro. Das ist ähnlich wie dieses Elgato Camlink, kann aber nur 1000-mal mehr. Das ist im Endeffekt, könnt ihr euch das auch ähnlich vorstellen wie diesen Rodecaster, den ich verwende. Der Rodecaster ist ein Audio-Switcher und Mischer und dieses Atem Mini ist quasi ein Bildmischer. Also da gehen verschiedene Bildsignale rein. Ich zeige euch das mal hier. Also, das ist das Gerät Atem. Hier gehen bei mir aktuell drei Quellen rein. Einmal die Sony. Dann, das habe ich euch noch nicht gesagt, eine GoPro. Das hier ist eine uralte GoPro. Die habe ich mir, glaube ich, 2014 gekauft. Und die verwende ich hier sehr gerne. Also die lag bei mir noch rum. Und dann habe ich mir gedacht, die kann ich eigentlich super nehmen, um hier so ein so einen Blick ins Studio zu zeigen. Das finde ich für mich sehr, sehr praktisch. Kann ich zeigen, wie es im Studio aussieht. Kann ich auch, wenn ich Gäste habe, nochmal so eine andere Perspektive reinbringen. Plus, ich habe jetzt hier aktuell noch ein iPad angeschlossen und auf dem schreibe ich jetzt gerade und mit dem visualisiere ich. Und all das geht dann quasi in den PC oder Mac. Und für den PC ist das wie eine Webcam. Also das kann ich dann einfach auswählen. Da wähle ich dann aus Blackmagic Design heißt es. Und dann kann ich das, also ich verwende dieses Setup zum Beispiel auch für den ein oder anderen Videocall. Ist zwar absoluter Overkill, aber wie ich schon gesagt habe, ich bin ein Technik-Nerd und Qualitätsfreak. Deswegen verwende ich das da sehr, sehr gerne. Meine Playlist ist aus. Mach ich eine andere an. Genau, so sieht es quasi mit Video aus. Video, wichtig, ist aber nicht nur dieses Bild, sondern es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu visualisieren. Deswegen habe ich auch das hier mit dem iPad. Und das, finde ich, lockert einen Livestream auch total auf und das macht im Übrigen auch der Udo total cool. Also wenn ihr mal in seinen Livestream gucken wollt, macht es unbedingt. Udo Schlögl, für diejenigen, die es hinterher angucken bei YouTube, der macht bei LinkedIn einen sehr, sehr coolen Livestream. So oder so, egal ob ihr dann noch was visualisiert, ob ihr zwischen einzelnen Kameraperspektiven wechseln könnt, möchtet oder nicht, meine Empfehlung, bitte verwendet keine virtuellen Hintergründe beim Livestream. Ich behaupte, jede Wohnung, selbst wenn ihr es aus der Wohnung macht, jeder Raum, in dem ihr seid, den kann man so organisieren, dass es okay aussieht. Davon bin ich überzeugt. Virtuelle Hintergründe, insbesondere wenn ich nicht viel Aufwand stecke dahingehend, dass es wirklich gut aussieht. Wie ich hier zum Beispiel machen könnte, ich kann hier hinten noch ein Green Screen runterlassen, dann wird es deutlich einfacher, dass auch dieser virtuelle Hintergrund tatsächlich gut aussieht. Aber ich würde euch immer empfehlen, bitte nehmt davon Abstand, einen virtuellen Hintergrund zu nehmen. Denn egal, ob das bei Teams, bei Zoom oder bei anderen Videocalls ist, ich finde, das sieht nie wirklich gut aus. Also, nur so als Hinweis.
meine Empfehlung, macht es nicht. Denn ein Livestream, insbesondere wenn ich möchte, dass der irgendwie qualitativ hochwertig wirkt, würde ich jetzt nicht unbedingt einen virtuellen Hintergrund nehmen. Das ist aber mein persönliches Gusto, meine persönliche Meinung. Was ansonsten oder was stattdessen sehr, sehr gut funktioniert, ist etwas, was ich quasi jetzt hier mache, nämlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass hinter euch ein bisschen Platz ist. Also, wenn ihr nicht direkt vor einer Wand sitzt, sondern tatsächlich da ein bisschen Platz ist. Und egal, welchen Streamer, welche Streamerin ihr euch anguckt oder auch YouTuber, da habt ihr immer einen etwas abgesetzten Hintergrund. Und hinten ist dann, so wie hier zum Beispiel ein Sofa, da ist ein Regal, da ist irgendein Element, das irgendwie beleuchtet ist. Das funktioniert wirklich grandios, um den Raum größer wirken zu lassen. Plus, man hat auch nicht so das Gefühl, okay, da sitzt jetzt jemand direkt vor einer Wand. Das hat wirklich was mit dem Gefühl zu tun. Ihr könnt es ja mal bei euch selber beobachten, wenn ihr andere Livestreams anguckt. Wie geht es mir damit, wenn ich das anschaue? Sitzt da jemand vor einer Wand? Hat jemand einen virtuellen Hintergrund? Und dann macht es am besten so, wie es quasi für euch auch passt. Und so viel zum Thema virtueller Hintergrund, Kamera, genau, ich habe auch über die Kameratechnik gesprochen. Wenn ihr da Fragen habt, ne, wenn ihr gerade erst einschaltet, meldet euch gerne jederzeit. Jetzt haben wir über Audio geredet, wir haben über die Verbindung gesprochen, also über die Internetverbindung, wir haben über Streaming-Dienstleister gesprochen. Jetzt möchte ich noch auf das Licht eingehen. Und auch hier möchte ich erst wieder eine Perspektive bieten. Ich muss da noch nicht irgendwo zu Amazon oder irgendeinem Shop rennen und mir gleich irgendeine Lampe kaufen, sondern ich kann auch einfach Folgendes machen, dass, wenn es untertags ist, dass ich mich vors Fenster hocke. Aber wichtig, nicht vors Fenster im Sinne von, ich habe das Fenster im Rücken, sondern ich habe das Fenster wirklich vor mir. Denn Tageslicht ist auch für Video eigentlich immer das beste Licht. Mit einer Randbemerkung, da werden jetzt vielleicht Leute hellhörig, die selber streamen oder selber Videos machen. Ich kann es nicht beeinflussen. Es bietet zwar natürlich das natürlichste Licht, aber wenn es beispielsweise sonnig und bewölkt ist, kann ich nicht beeinflussen. Wenn es so wie heute grau in grau ist und dann irgendwann später dunkler wird, kann ich nicht beeinflussen. Es ist zwar das natürlichste Licht, aber damit auch mit allen Vor- und Nachteilen. Was ich jetzt hier verwende, ihr könnt euch natürlich auch umgucken, was eine Drei-Punkt-Beleuchtung ist. Das heißt, da habe ich dann an drei bestimmten Punkten Lichter. Ich habe jetzt aktuell hier vier Lampen. Ich habe hier hinter mir zwei, die quasi meinen Hintergrund absetzen, ein bisschen aufhellen, dass es nicht so aussieht, als würde ich irgendwie in einem Kellerloch sitzen. Und ich habe vor mir auch zwei Lampen. Ich möchte jetzt die GoPro nicht drehen, weil die ansonsten ich die nicht mehr in diese Position komme. Das ist eine sehr abenteuerliche Konstruktion. Aber die Lampe, die ihr hier hinten seht, das ist so ein LED-Panel, das habe ich quasi hier noch zweimal vor mir und es leuchtet quasi mich von vorne direkt an. Das ist auch alles nicht extrem teuer, ist aber auf jeden Fall, wenn ihr sagt, ich möchte livestreamen, ich möchte sowas öfter machen, auf jeden Fall die Investition wert, dass ihr sagt, da nehme ich ein paar Euro in die Hand und hole mir da so ein bisschen Licht. Denn insbesondere günstigere Kameras sind natürlich nicht so sehr lichtstark. Also da müsst ihr mal gucken, gerade die, die ich euch hier gezeigt habe, die hier, wenn es da recht dunkel ist, dann performt die nicht so super. Dann sieht es auch echt nicht cool aus. Die Kamera, die ich jetzt verwende, diese Sony Alpha 6400, die könnte man auch noch betreiben, wenn es jetzt nicht so super hell wäre. Genau. Aber um das nochmal zu unterstreichen, für Licht muss man noch nicht unbedingt Geld in die Hand nehmen. Ihr könnt auch das Fenster nehmen und da kenne ich auch einige, die wirklich immer vor dem Fenster sitzen, mit allen Vor- und Nachteilen, dass wenn ich ein Fenster habe, ich natürlich auch direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt bin, wenn das mal rein scheint. Und auch dann haben wieder einige Kameras zu kämpfen, insbesondere mit diesem Wechsel, wenn es eben andauernd so ein bisschen unterschiedlich ist. So. Jetzt haben wir geredet über
Internetverbindung, Streamingdienstleister, Ton, Kamera, Licht. Jetzt habe ich das alles. Jetzt ist die Frage, worüber rede ich denn bei so einem Livestream? Also wie mache ich das denn genau? Was mache ich mir sozusagen als Konzept und was sollte ich vielleicht nicht tun? Und ich habe ganz am Anfang gesagt in diesem Stream, ich mache heute bewusst etwas, was man eigentlich in einem Livestream nicht tun sollte, weil ich genau das Video hinterher bei YouTube hochlade. Nämlich, was sich eigentlich nicht so super eignet in einem Livestream ist, bestimmte Punkte abzuarbeiten. Also so ein How-To ist insofern nicht so super für einen Livestream, weil wenn jetzt jemand erst einschaltet und sagt, ja, was nutzt du eigentlich für ein Mikro? Und ich das gerade vorher erwähnt habe, dann müsste ich sozusagen nochmal zurückgehen. Oder ja, wie ist es denn eigentlich jetzt, was hältst du von Restream oder was hältst du von, wenn ich darüber schon geredet habe? Schwierig. Also insbesondere, wenn mal mehr Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sind, macht es das Ganze natürlich deutlich schwieriger. Bedeutet, guckt, dass ihr, wenn ihr einen Livestream macht, eher etwas nehmt, worüber man auch ein bisschen offener diskutieren kann, dass es sehr, sehr einfach ist, dass jemand eine Diskussion einfach beitreten kann und diese Diskussion genauso einfach wieder verlassen kann. Das ist also eher zu empfehlen, wenn ihr überlegt, worüber möchte ich denn sprechen? Und da habt ihr sicherlich in dem Bereich, in dem ihr tätig seid, genug, was das dann sein könnte. Und da gibt es dann bestimmt auch genug Leute, die das dann interessiert und die da auch live mit euch drüber diskutieren möchten. Und dann komme ich schon zum letzten Punkt. Der letzte Punkt, der noch wichtig ist, ist, was mache ich denn, wenn ich sozusagen nicht allein im Livestream bin oder sein möchte? Und da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Meine präferierte Variante, das habe ich zum Beispiel gestern in dem Livestream mit dem Dominik Hoffmann gemacht, ist, dass der Gast wirklich hier steht, wenn das denn möglich ist. Ich stehe im Übrigen auch, das ist auch noch so eine Sache, Punkt, den würde ich auch nie anders machen. Im Livestream sitzen, finde ich, ja, ich möchte es nicht sagen respektlos, aber wenn ich bei einem Vortrag nicht stehe, dann habe ich nicht das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, ich bin nicht flexibel genug. Deswegen stelle ich mich hin, kann ich schneller reagieren, kann ich besser agieren. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, wenn Gäste kommen, dass die eigentlich auch mit mir hier stehen, wenn das sozusagen mit möglichst geringem Aufwand möglich ist. Denn ihr kennt den Begriff Zoom-Fatigue. Wir alle wollen eigentlich gar nicht mehr so gern in irgendwelchen Videocalls sein und sind es eigentlich auch viel zu oft. Und wenn dann ein Livestream auch noch aussieht wie ein Zoom-Call, wo einfach nur zwei Leute miteinander reden, schwierig. Dann, also da denke ich mir zumindest, ich weiß gar nicht, ob ich mir das jetzt unbedingt angucken möchte. Das kann aber auch wieder mein persönlicher Gusto sein, das kann auch wieder mein persönlicher Geschmack sein. Ich würde euch empfehlen, wenn es irgendwie anders geht, dann schaut, dass die Person mit euch im Raum ist, dass ihr euch irgendwie anderweitig trefft, dass ihr eine Möglichkeit findet, das vielleicht anders darzustellen und so weiter. Wenn das nicht geht, wenn ihr also darauf angewiesen seid, dass ihr im Livestream übers Internet verbunden seid, dann schaut, dass wenigstens auch euer Gast möglichst eine schnelle Internetverbindung hat. Dass also auch bei eurem Gast genau eigentlich die Dinge, die ich über euch selber jetzt, über eure eigene Technik gesagt habe, dass die möglichst vorhanden sind. Also, dass es hell genug ist, dass jemand nicht mit dem Rücken zum Fenster sitzt, dass jemand nicht mit dem Laptop, mit der Laptop-Kamera direkt in die Nase reinlinst und idealerweise auch Kopfhörer verwendet, weil ansonsten habt ihr ein Echo und das macht es nochmal sehr viel schwieriger, so einen Stream zu konsumieren. Weil, wie ich vorher gesagt habe, ich erwähne es nur nochmal,
Der Stream wird garantiert mehr gehört, als dass er angeschaut wird. Weil ein Livestream ist etwas, das kann ich einfach grandios nebenher konsumieren. Da muss ich nicht unbedingt immer hingucken. Jetzt gibt's mal nochmal ein bisschen Musik. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr noch irgendwas dazu loswerden möchtet, bitte gerne, auch wenn ich dafür nochmal ein bisschen zurückgehen muss, kein Problem. Also gerne, was ihr noch wissen möchtet, her damit. Ansonsten bin ich dann auch bald wieder weg. Als ich jetzt den Kommentar geschrieben habe, welche Fragen ihr noch habt, ist mir eingefallen, dass der Matthias ja noch eine Frage bzw. einen Kommentar hatte, den ich noch nicht angesprochen habe. Nämlich, beim Thema Musik sind sicherlich einige Leute mit dem Thema Lizenz verunsichert. Das stimmt. Dafür gibt es aber mittlerweile einige Plattformen, wie die Plattform beispielsweise, die ich verwende, nämlich Epidemic Sound. Da kann man für 12 Euro im Monat, glaube ich, Musik bekommen, für die man gleichzeitig die Lizenz mitbekommt. Also die Musik, die ich hier verwende, die darf ich in meinen Livestreams verwenden. Alles, was ich eben von Epidemic Sound bekomme. Da habe ich tatsächlich so einen Referral-Link. Wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch einfach bei mir. Ich will den jetzt nicht da rein posten. Das könnt ihr quasi über mich dann auch bekommen. Das ist dann gleich die Frage, die Katharina jetzt fragt, nämlich kann ich mir bei dir auch Musik wünschen? Dazu müsste es diese Musik natürlich bei Epidemic Sound geben. Also deswegen hört ihr hier wahrscheinlich auch eher Musik, die ihr nirgendwo anders hört, weil die meisten Künstlerinnen und Künstler, die eben mit Epidemic Sound zusammenarbeiten, die überwiegend über Epidemic Sound dann auch anbieten. Und es gibt so ein paar Künstlerinnen und Künstler, die findet man beispielsweise auch bei Spotify. Aber jetzt die klassische Popmusik oder sonstige Musik, die man vielleicht im Radio hört, findet man eben dort nicht. Deswegen geht es bei mir auch alles in eine ähnliche Richtung. Andreas hat noch eine gute Frage, und zwar, wie planst du den generellen Flow eines Streams? Das ist eine coole Frage, insofern cool, weil ich mir da selber sehr viele Gedanken drüber mache. Das möchte ich dir gerne auch nochmal kurz visualisieren. Und zwar, heute war wie gesagt ein bisschen eine Ausnahme, weil ich etwas getan habe, was man eigentlich in einem Livestream nicht tun sollte, nämlich bei der Planung das Ganze quasi als Liste zu machen, ne? Also erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens empfehle ich nicht unbedingt bei einem Livestream zu tun, weil ansonsten müsste man vielleicht nochmal zurückspringen und hin und her springen und dann ist es eine sehr anstrengende Diskussion und Leute, die länger dabei sind, schalten irgendwann ab, weil sie sagen, ja, jetzt geht es ja schon wieder um das Thema. Wie macht es aus meiner Sicht mehr Sinn? Ich plane das sehr, sehr gerne mit Mindmaps. Also ich überlege mir, und da könnt ihr jetzt viele verschiedene Bilder dafür verwenden. Eine Mindmap ist natürlich das, wie es dann technisch aussieht. Aber ihr könnt euch das vorstellen wie eine Busfahrt mit so einem Hop-on-Hop-off-Bus durch eine Stadt, in der ich noch nie war. Wir machen quasi gemeinsam wie so eine Besichtigung. Wir fahren durch einen Ort und entscheiden dann gemeinsam, an welchem Ort steigen wir aus, wie lang bleiben wir da. Und dann steigen wir wieder in den Bus ein und fahren wieder weiter. Und das ist ein Bild, das funktioniert für mich sehr gut und so plane ich das eigentlich auch. Also ich überlege mir, was wären potenzielle Haltestellen, Sehenswürdigkeiten, an denen ich gerne mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern aussteigen möchte, wo wir uns dann länger aufhalten und dann wieder gemeinsam entscheiden, jetzt fahren wir wieder weiter. Was natürlich dabei sehr wichtig und sehr, ja, wirklich stark zu beachten ist, ist,
so ein Stream wie der jetzt hier, da gucken jetzt aktuell 9 Leute zu und davon kommen ständig Leute raus und wieder rein. Also ich glaube, dass bis auf 2 oder 3 Ausnahmen wahrscheinlich den Stream jetzt gerade niemand länger als 5, 6 Minuten irgendwie anguckt. Das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, insbesondere wenn jemand wie ich, der das noch nicht lange macht, der das vielleicht auch nicht zu Zeiten macht, wo generell Leute zugucken, überwiegend, da muss ich auch gucken, wie gehe ich damit um. Also es wäre zum Beispiel jetzt ziemlich unpraktisch, einen sogenannten Q&A-Stream zu machen, also einfach so ein Ask Me Anything, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, weil so klein, wie es sozusagen bei mir ist, werden sicherlich nicht genug Fragen kommen, um damit einen kompletten Community-Livestream Ask Me Anything zu füllen. Also überlegt euch immer, was kann ich tatsächlich angehen, was können diese Sehenswürdigkeiten sein, wo steigen wir gemeinsam aus, wann steigen wir wieder ein, das können wir auch gemeinsam beschließen und dann natürlich noch gemeinsam ein Stück fahren. Welche Fragen habt ihr noch? Also gerne, wenn ihr Fragen habt, haut die raus. Wenn ihr keine Fragen habt, dann habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Zweierlei. Einmal seid doch bitte so lieb und drückt einen dieser Interaktionsbuttons, die hier drunter sind, wenn ihr das jetzt gerade hört. Egal, ob ihr den Daumen, das Klatschen, den Support oder was auch immer drückt. Das hilft mir dabei, dass auch mehr Leute eben in den Genuss kommen, hier zugucken. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ihr könnt auch noch ein weiteres tun. Ihr könnt dann nachher noch den, wenn ihr das möchtet, wenn ihr da gerne öfter zugucken möchtet, nehmt euch doch den Hashtag Lernradio, dem könnt ihr folgen. Dann kriegt ihr das nämlich auch immer mit, wenn ich streame. Ich mache das nämlich meistens eher spontan, ohne das anzukündigen. Ah, okay. Michael sagt noch, eine einfache Excel-Tabelle als Ablaufplan. Damit kann ich mich selber jetzt weniger identifizieren. Ich gucke mir aber auf jeden Fall mal dein Video an und schaue, wie das so ist. Weil, wie gesagt, ich bin niemand, der gerne mit Excel arbeitet oder generell mit Listen in irgendeiner Form, weil ich nicht der Meinung bin, dass das Gehirn das so gut verarbeiten kann. Deswegen nehme ich lieber, wir besuchen Inseln, wir fahren mit dem Bus, wir steigen an Sehenswürdigkeiten aus. Damit kann ich selber mehr anfangen. Deswegen versuche ich auch genau das sozusagen so in die Planung zu übernehmen. Jetzt lasse ich noch ein bisschen den Kanal offen. Also wenn ihr Fragen habt, gerne her damit. Wenn ihr sonst noch irgendwas loswerden möchtet, gerne her damit. Wie ich vorher schon gesagt habe, das Video gibt es hinterher auch bei LinkedIn, nicht bei LinkedIn. Bei LinkedIn gibt es sowieso, aber das werde ich auch so bei YouTube hochladen mit Kapitelmarken. Wenn ihr das haben möchtet, schreibt gerne jetzt noch einen Kommentar. Ihr wollt diese Aufzeichnung haben, dann schicke ich euch nämlich den Link. Oder schreibt mir einfach direkt eine Nachricht, dann schicke ich euch den Link auch. Also wie auch immer ihr das macht. Ihr könnt den Link gerne bekommen. Ansonsten könnt ihr mir auch einfach bei YouTube folgen und dann kriegt ihr es auch mit. Osynlig för blotta ögat, men med påtaglig närvaro, dansar Gruvfrun.
Ja, danke dir, Katharina. Das bekommst du dann auf jeden Fall von mir. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich freue mich, euch dann gerne wieder im Lernradio begrüßen zu dürfen, wenn es auch um andere Themen und nicht nur um Livestreaming geht. Aber das Video wird eben 1:1 bei YouTube hochgeladen. Da könnt ihr euch das dann gerne angucken, teilen und nochmal zurückschauen. Wenn es Themen gibt, die euch eben zum Thema Livestreaming technisch interessieren, dann werdet ihr das dort finden. Wenn ihr den Link haben möchtet, dann macht es gerne wie Katharina, schreibt einen kurzen Kommentar, dass ich euch hinterher den Link zusenden soll. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag, sende euch ganz, ganz liebe Grüße aus München und freue mich, wenn wir uns dann so in dieser Runde irgendwann mal wieder im Lernradio oder irgendwo begegnen. Macht es gut, ich suche gerade noch ein Lied raus, das jetzt noch kommen darf. Und dann freue ich mich, wenn wir uns so wiedersehen. Was mache ich jetzt hören? Das mache ich jetzt hören. Ich wünsche euch was. Wundervollen Tag. Bis bald. Osynlig für blotta ögat, men med påtaglig närvaro, dansar gruvröken. När natthimlen glittrar och de djupa skogarna tystnat, då dansar gruvröken. Påtaglig och vacker, iklädd ljusgrå.